Hallöchen zusammen, Winke Winke Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, wir haben hier diese kleinen Mini-Büsten von Ohne Zahn, Tagschatten, Sturmpfeil und Fleischklops. Und heute geht es hier um, zack, Light Fury. Die habe ich heute mal repainted, ganz einfach, ohne Ansprüche, kinderleicht und just for fun. Ja, im Gegensatz zu Ohne Zahn, der ja hier lauter kleine knubbelige Schuppen am Kopf hat, hat sie so rein gar nichts. Das heißt, man muss sich irgendein Muster zum Repaint überlegen. Was mir spontan bei mir einfiel, war eine Matroschka. Kennt ihr das, Matroschka? Das kommt aus Russland. Das sind so Püppchen aus Holz und die könnt ihr auseinandernehmen und dann steht immer noch ein kleineres Püppchen mit drin und die könnt ihr dann so hier nebeneinander stellen. Die sehen alle gleich aus, haben alle die gleichen Farben, nur werden sie halt von groß nach klein. So, und an eine Matroschka musste ich hier bei dieser Light Fury Figur denken. So, jetzt hat sie ja ganz zarte Farben im Gegensatz zu ohne Zahn und ich dachte mir, ja, was passt da am besten? Entweder ein ganz, ganz helles Blau, ähnlich wie die Augen hier, oder halt ein ganz helles Rosa. Wir haben es ja mit einem Mädchen zu tun, also passt auch Rosa. So, ich hatte nur noch ein ganz altes Weiß, ja, Email Color. Und dieses Weiß war auch schon eingetrocknet. Es hatte eine ganz dicke Kruste mit drauf, die habe ich abgekratzt und siehe da, es war noch ein bisschen Farbe drin. So, damit ich Rosa kriege, muss ich natürlich hier noch ein bisschen Rot mit dazu tun. Hier habe ich das genommen. Ja, und das habe ich einfach ein paar Tropfen in dieses Gefäß hier mit reingemacht. So habe ich dieses Rosa hier bekommen, was ihr seht. Leider Gottes ist die Farbe hier relativ dick und dementsprechend schwierig lässt sich auch der Pinsel bzw. die Farbe auftragen. Sprich, das fängt ganz schnell an zu klumpen. Von dem Döschen kann ich mich eigentlich trennen. Ja, und dieses Geklumpe seht ihr halt leider Gottes auch auf der Figur, die ich hier entsprechend bemalt habe. Wer eine Matroschka kennt, der weiß, dass die ziemlich, ja, so bäuerlich bemalt wurden. So mit Blümchen und Ranken und so weiter und so fort. Ja, und als ich hier dieses Rosa anmischte, fiel mir natürlich auch Barbie ein. Das heißt, das, was ihr jetzt gleich seht als Repaint, das ist so eine Mischung aus Matroschka und Barbie. Die Leute, die mich in der Community verfolgen, die haben das Bild bereits gesehen, aber ich habe es noch ein bisschen weiter bemalt und das Ergebnis seht ihr hier. So sieht sich jetzt aus, die kleine Light Fury, hier gleich zum besseren Sehen. Ich halte es mal nebeneinander. Ich habe der rechten Figur natürlich auch wieder Lichtpunkte verpasst und halt dieses Rosa mit drauf gemalt. Ja, was haben wir denn hier? Natürlich, wenn ich an eine Barbie denke, braucht sie natürlich Wimpern. Ihr seht, sie hat ganz lange, elegante Wimpern bekommen, links und rechts. Ihr seht hier aber auch gleichzeitig, dass die Farbe echt ein bisschen klumpt, ne? Gerade bei so Geschichten hier unten. Seht ihr das? Dieses bollige, wellige hier unten. Das heißt, die Farbe war nicht mehr ganz so frisch, aber okay. Ein ganz einfaches Repaint, einfach euch mal gezeigt, falls ihr Lust habt, sowas zu machen. Wenn ich das hinkriege, kriegt es jeder hin. Ich sag's immer wieder. Ihr könnt hier übrigens auch ein bisschen mit einem Bleistift vormalen. Dann einfach mit der Farbe drüber und dann seht ihr das nicht mehr. Bleistift könnt ihr auch mit dem Finger wieder wegwischen. Braucht ihr nicht mal ein Radiergummi oder so irgendwie was, ne? Also hier das Rosa, hier über das obere Lid verteilt. Dann hinten läuft es so in Wimpern aus. Dann habe ich hier einfach noch ein paar Streifen hinten dran gemacht. Drei Pünktchen unten, damit es nicht so langweilig wirkt. Dann hier oben einfach, ja, eine wilde Form, was mir halt gerade so eingefallen ist. Ihr seht Streifen, Punkte. Hier geht es dann auch auf den Hörnchen weiter seitlich ebenso. Auf der Seite habe ich versucht, das so ähnlich wie möglich hinzukriegen. Ist nicht ganz gleich, aber muss auch nicht gleich sein. So, dann haben wir hier auch noch die rosa Flügelchen. Die habe ich rosa bemalt, muss man aufpassen. Na, wenn man innen mit dem Pinsel entlang geht, muss man aufpassen, dass man nicht zittert. Sonst kommt man halt hier auch auf die helle Fläche und hat mehr als nur die Flügelchen bemalt. Ja, hier vorne seht ihr ein Blümchen drauf und links und rechts, das sollen ihre Arme sein, die Vorderbeine. Also sprich, die Arme und die Krallen, die Pfötchen. Einfach nur ganz stilistisch angedeutet, dass es zu der Blume passt und das hier hinten, ja, das sind ihre angewinkelten Beinchen. Ne? Schenkel, die untere Beinhälfte und die Krallen, die hier nach vorne stehen. Ne? So sieht es aus. Das kann man entweder tatsächlich als Gliedmaßen sehen oder einfach nur als Ornament, vollkommen egal, ne? Aber ich finde es eigentlich recht süß, wenn sie so dran sitzt und man sieht hier ihre Beinchen auch noch.
Das passt doch irgendwie, ne? In rosa, genau. Also ganz einfach gemacht. Ich habe ein bisschen mit Bleistift vorgezeichnet, aber wirklich nur ganz, ganz, ganz grob. Denn mit so einem dünnen Pinsel und einer viel zu dicken Farbe malen ist gar nicht so einfach. Muss man aufpassen, dass man nicht ausrutscht und komplett daneben malt. Denn es sind Ölfarben, könnt ihr nicht einfach mit Wasser abwischen, müsst ihr dann mit Benzin oder Reiniger dran und dann verschmiert er unter Umständen auch noch das ganze Material. Das ist nicht ganz so schön. Also, das hier war mein zweites Repaint und ich glaube, ich habe mich sogar ein ganz klein wenig verbessert im Laufe der anderen Figürchen, die ich euch in dieser Mini-Repaint-Serie noch vorstellen werde. Ja, aber ich habe versucht, alles so einfach wie möglich zu machen. Einfach so als Idee für euch, falls ihr das auch machen wollt. Euch fallen bestimmt schönere und bessere Sachen ein, vor allem auch passendere Geschichten. Ja, mit dem Rosa, ich habe es tatsächlich nachträglich noch ein bisschen dunkler gemacht, einmal noch ein paar Tröpfchen Rot mit rein. Da habe ich auch noch zwei, drei weitere Repaints gemacht. Die haben dann wieder eine andere Form bzw. ein anderes Design, um es mal hier übertrieben zu sagen. Also, das hier, mein zweites Repaint. Ich nenne es einfach hier Light Fury Barbie oder Matruschka. Mal gucken, ihr seht es ja dann im Titel. Gut, ihr Lieben, dann war es das dazu. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen, habt vielleicht schöne Ideen bekommen, wie ihr eure doppelten Figuren anmalen wollt. Dazu wünsche ich euch viel Spaß. Sage ciao, tschüss, winke, winke. Bis zum nächsten Mal. Euer Rupi. Yay! Yeah.